Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu Game 2. Wir sind zurück aus dem Urlaub und das bedeutet, euer Sommer ist offiziell vorbei. Eisdielen und Schwimmbäder werden zugemacht. Der Grill kommt zurück in den Schuppen und geschwitzt wird ab jetzt nur noch beim Zocken. Zum Beispiel mit Octopath Traveler. Außerdem gibt es die Ergebnisse der neuesten soziologischen Studie von Dr. Micha. Oh, hört, hört. Als erstes gibt's erstmal richtig was zu feiern. Und zwar zwei alte Freunde, die lange getrennt waren, aber nun endlich wieder zusammenfinden. Square Enix und Nintendo. Secret of Mana, Final Fantasy, Chrono Trigger, das sind nur einige der erfolgreichsten Spiele der 90er Jahre, die damals Square exklusiv für Nintendo rausgebracht haben. Aber dann kam Final Fantasy VII mit seinen fetten Texturen im ganzen Kram. Und dann sind sie von dem dicken Modul umgestiegen zur dünnen, neuen, schlanken, jungen CD. Es gab zwar zwischenzeitlich immer mal wieder Sachen, die zusammen gemacht haben, aber jetzt erscheint mit Octopath Traveler zum ersten Mal seit langer, langer Zeit wieder ein exklusives JRPG nur für Nintendo. Und ob dieses Spiel dann auch in einem Atemzug mit Final Fantasy genannt werden wird, das sagen wir euch jetzt. Nostalgie ist schon irgendwie toll. Egal, ob ein Spiel jetzt gut oder schlecht ist, solange sich da auf dem Bildschirm grobkörnige Pixelbilder von einer zur anderen Seite wälzen, bin ich erstmal verliebt. Das ist halt so schön wie damals. Shovel Knight, Crossing Souls, Sword and Sorcery, irgendwie kriegen mich diese niedrig aufgelösten Dinger immer. Das ist bei Octopath Traveler, dem Square Enix-Exklusivding für Nintendos Switch, bin ich überraschend nicht anders. Sag mal, willst du das wirklich spielen? Ja, schon. Ach so, okay. Ich dachte, ich frag nur mal. Statt einer billigen Final Fantasy VI Kopie könntest du halt auch das Original haben. Was? Na das da. Das ist doch nur ein billiger Versuch, so ewig gestrigen Retro-Fans wie dir Geld abzuknöpfen. Was ist denn dein Problem? Das sieht doch geil aus. Wie Final Fantasy VI damals. Nur mit ganz viel draufgeträufeltem Grafikzuckerguss. Diese schicken, kopffüßelnden Pixelhelden, die durch schnuckelige Quaderstädtchen in dezentem 3D stapfen. Oder in rundenbasierten Kämpfen fette Gegner-Sprites unboxen. Es wirkt irgendwie alt, irgendwie aber auch wieder modern. Dazu kommt ein fantastisch orchestrierter Soundtrack, der mit seinen einprägsamen Melodien an die besten Zeiten des Genres erinnert. Sag mir nicht, dass du das nicht mega findest. Ja, schon ganz nett. Siehste. Also das Spielprinzip. Wenn man so oberflächlich ist wie du. Also, das Spielprinzip ist das große Problem, genau. Also eigentlich wollte ich jetzt mal kurz die Klappe halten und den Experten reden lassen. Finde ich gut. Octopath Traveler sieht schick aus, da gebe ich dir recht. Aber wenn du vom klebrigen Grafikzuckerguss erstmal genug weggeschlürft hast, merkst du, dass darunter ein schmattiger Schimmelkuchen vor sich hingärt. Octopath Traveler teilt sich in die Geschichte von 8 Charakteren auf. Deshalb ja auch Octopath. 8 Wege und so. Total smart, ne? Ja, finde ich auch. Genau. Und weil ich wusste, dass du dich so leicht beeindrucken lässt, bin ich ja hier. Wir wollen ja nicht, dass du dich vor allem lächerlich machst. Weißt du was? Ich glaube, dafür ist es zu spät. Egal. Pass auf. Die Möglichkeit, zwischen 8 Charakteren zu wählen, klingt erstmal toll. Aber das Konzept wurde überhaupt nicht zu Ende gedacht. Es ist schnurzpiepegal, wen du als Hauptcharakter wählst. Denn die späteren Kapitel deines Helden haben eine so hohe Levelanforderung, dass du vorher sowieso alle anderen Figuren einsammeln und deren Story spielen musst. Nur so kannst du genug Erfahrungspunkte sammeln. Die Wahl deines Hauptcharakters bedeutet eigentlich nur eins. Den kannst du nicht mehr aus der Gruppe nehmen. Sonst nix. Und dann sind sich die einzelnen Geschichten auch noch so ähnlich. Es fängt immer mit einem Flashback an. Always same dream. Dann kommt das große Drama. Master Zef, you must come quickly. It's your sister. Dann Dutch mit Boss. Und danach der Aufbruch zur Reise. Till we meet again, dear sister. Flashback, Drama, Dungeon, raus. Flashback, Drama, Dungeon, raus. Immer und immer wieder. 8 verdammte Mal. Die ersten 15 Spielstunden verbringst du nur damit, von Kraft zu Kraft zu hetzen und dir die Geschichten deiner Partymitglieder anzuhören. Alter, und die hören nicht auf zu labern. Es ist nicht auszuhalten. Also, ich sehe hier so gewisse Parallelen.
Was jetzt genau? Naja, du und ich hier jetzt. Hä? Na, so wie du jetzt gerade mich. Jetzt. Ich verstehe nicht. Vergiss es, ey. Schon passiert. Diese nervigen Charaktere vergesse ich aber nicht so schnell. Die labern nicht nur ungefragt drauf los, die haben auch keinen einzigen Grund, sich der Heldengruppe anzuschließen. Warum sie es trotzdem machen, weiß kein Schwein. Die Truppe besteht deshalb eigentlich nur aus aufdringlichen Nervensägen, die du nicht mehr los wirst. Stell dir mal vor, wie das in echt wäre. Da kommst du in den Fahrstuhl mit so einem Typen drin. Moin. Ach, gut, dass Sie fragen, was mir da letztens passiert ist. Mein bester Freund, hör, der hat mich knallhart hintergangen. Ja. Hat er einfach meinen Chef umgebracht. Und der erzählt dir ungefragt alles. Lebensgeschichte, Liebesbeziehung, dass Tante Else aus Wesel an der Lur letztens ihren Kater Peter verloren hat, das ganz doll schlimm war. Und das war ganz doll schlimm. Ich muss dann auch mal los, ne? Also, tschüss. Endlich ist er weg. Und dann geht der ganze Scheiß von vorn los. Weg! Wie mein Vater damals. Ich musste daraufhin alleine ins Exil flüchten. Erstmal. Das ist doch saudumm. Früher hätte es das nicht gegeben. Naja, zumindest ist der Ansatz mal neu. Statt einem mammutösen Epos gibt's hier eben viele kleine Kurzgeschichten. Gut, ja, die sind brechstangenmäßig reingezwängt, aber dafür sind sie flott auserzählt und stehen für sich allein. Und ganz nebenbei passt das Konzept hervorragend zur Switch. Es ist ein bushaltestellenkonformes JRPG. Zwischen Losfahren und Ankommen hast du schon wieder die Hälfte von so einer Mini-Story runtergespielt oder 3-4 Level gegrindet. Und das spielt voll die Stärken der Konsole aus. Richtig super, oder? Eine maximal nette Konsole macht ein beschissenes Spiel auch nicht besser. Die meisten Geschichten sind Käse, weil schon in der ersten Minute komplett durchschaubar. Und innerlich taugen die auch nichts. Der hintergangene Söldner, der sich ins Exil flüchtet, aber von seiner Vergangenheit eingeholt wird. Die forscher liebenswürdige Händlerin, die sich gegen Liebe zum Wohle ihres Dorfes auflehnt und in die weite Welt hinauszieht. Bla bla bla. Kitsch und Klischees all over the place. The ocean is so vast. Ja, das ist nicht alles super. Aber hey, dafür ist das Kampfsystem echt klasse. Wie sich das gehört, ist's richtig schön oldschool. Rundenbasierte Geilheit. Und Zufallskämpfe, die... Genau, Zufallskämpfe. Die waren doch schon in Final Fantasy VI scheiße. Nur bei Final Fantasy VI war wenigstens der Rest geil. Was Octopus Travemünde nicht von sich behaupten kann. Ich zeig dir mal, was ich meine. Ja, mach mal weiter. Also, das Kampfsystem ist super taktisch. Bei jedem Zufallskampf! Okay, kannst weitermachen. Also, bei jedem Zug sammeln die Gruppenmitglieder sogenannte Boostpunkte. Bis zu 3... Zufallskampf! Ich hab's gerafft, Mann. Zufallskämpfe sind nervig, genauso wie du. Schön, dass wir das wie Erwachsene erklären konnten. Also, du sammelst bei jedem Zug Boostpunkte. Mit bis zu 3 davon kannst du eine deiner Aktionen aufpowern, damit sie besonders viel Wumms macht oder du mehrmals zulangst. Und dann kommen da auch noch die Schwächen der Gegner ins Spiel. Nutzt du die gezielt aus, senkst du damit deren Schildpunkte. Sind die weg, ist der Gegner für eine Runde betäubt und lässt seine Deckung fallen. Das System ist super simpel, bietet aber trotzdem echt viele Möglichkeiten. Vor allen Dingen, wenn die Charaktere später 2 Klassen beherrschen. Spielst du die Fähigkeiten richtig aus, kannst du beispielsweise besonders schwere Angriffe von Bossen unterbrechen oder mit voll aufgeladenen Boost-Attacken mega viel Schaden einschenken. Out of my way. Und für durchdachtes Kloppen wirst du auch noch belohnt. Beendest du einen Kampf, ohne getroffen zu werden, gibt's zum Beispiel mehr Geld am Ende. Ich biete dir mehr Geld, wenn du trotz deiner Rumgeilerei zum Kampfsystem mal wieder Luft holst. Das kann ja keiner mit anhören. Ja, das Kampfsystem ist ganz cool, aber das macht die 8-fachen Höllenquallen eben auch nur erträglicher und nicht besser. Hast du dir mal die Dungeons angeschaut, durch die du da laufen musst? Das sind keine Dungeons, das sind eher verkümmerte Schlauchlevel. Wenn du Glück hast, findest du 1-2 Abzweigungen mit einer Schatzkiste am Ende. Aber das war's. Gehen Sie bitte weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Lassen Sie Ihren Orientierungssinn zu Hause und laufen Sie blind geradeaus bis zum Ausgang. Vielen Dank. Das wird in späteren Kapiteln vielleicht ein klitzekleines bisschen besser, aber ganz ehrlich, wer das mit echten Klassikern aus meiner Zeit vergleicht, gehört gesteinigt. Naja, aber... Octopath Traveler ist vielleicht schick und fühlt sich in den Kämpfen gut an, aber abgesehen davon ist es ein super seichter, belangloser Blender. Es schmückt sich mit den Federn alter Klassiker, ist aber eigentlich nur ein hässliches Endline. Komm ey, so schlecht ist jetzt auch nicht. Ja, vielleicht kein Meilenstein wie Final Fantasy VI, aber es macht schon echt Spaß. Redest du da mit deiner Konsole? Ach, das nicht. Ich hab grad nur laut nachgedacht. Mhm. Naja, wie ist es denn? Ach ja, ist eigentlich echt ganz gut. Hat aber auch seine Macken. Naja, aber ein bisschen Bock bekomme ich jetzt schon. Aber es sieht voll aus wie Final Fantasy VI. Ah! Jetzt kommt Wario. Where? Wario, wer? Wario, wer? Wario, wer? Wario! Wario, wer Gold für den 3DS? Wer?
So Leute, gerade frisch reingekommen. Eine Spielesammlung für den 3DS. 300 Minispiele. Wer hat Bock? Ja super, da haben wir doch unseren Experten. So, hier, das machst du jetzt. Ne? Schön hier, tippitippi. Mach's gut. Wow, er hat mich Experte genannt. Na dann mache ich's heute mal besonders gründlich. Also, WarioWare. So heißt die Spielesammlung, die Marios Widersacher seit 2003 unregelmäßig auf die Spielerschaft loslässt. Die darin enthaltenen Minispiele sind so mini, dass sie sogar nur Mikrospiele genannt werden. Im Schnitt dauern die gerade mal 5 Sekunden und lassen sich meist mit nur einer Taste steuern. Ein simples Konzept, das sich so großer Beliebtheit erfreut, dass es nun mit WarioWare Gold ein Best-of der letzten Jahre erhält. Neben Spielen aus WarioWare Inc., Mega Micro Games, Twisted, Touch und Smooth Moves stecken aber auch reichlich neue Herausforderungen in der Sammlung. So kommt WarioWare Gold auf satte 300 Spielchen. Weil das eine ganze Menge sind, fange ich gleich mal mit dem ersten Mikrospiel an. Verdauen. Dabei schlüpft ihr in die Haut eines Körpers und werdet mit der Aufgabe konfrontiert, Nahrung aufzunehmen und zu verdauen. Mit Hilfe der Gyro-Bewegungssteuerung des 3DS-Handhelds lotst ihr die Mahlzeit durch den vertrackten Gedärm-Hindernisparcours. Die Steuerung ist dabei sehr intuitiv und geht gut von der Hand. Grafisch reißt es zwar keine Bäume aus, überzeugt aber durch die Mixtur aus realistischen Hintergründen und cartoonhaften Einschlägen. Ein besonderes Schmankerl ist der winzige Kothaufen, der am Ende des Spiels mit einem unerwartet humorvollen Soundeffekt aus dem Hintern geschossen wird. Deshalb mein Fazit, Fans greifen zu, alle anderen spielen Probe. Sag mal, was soll denn das jetzt werden? Willst du jetzt hier jedes Minispiel einzeln reviewen oder was? Das heißt Mikrospiel. Ist mir scheißegal, wie das heißt. Du machst jetzt mal ein bisschen schneller, also wären wir ja nie fertig. Okay, er will es schneller. Kann er haben. Klopapier abrollen. Eine verpönte Fantasie, die dank Touchsteuerung lebensecht ausgelebt werden kann. Sauber. Fresswettbewerb mit Fischfresse. Immersive Steuerung, ulkige Optik, lecker Mikrospiel. Gib mir 10. Simple Tasteneingaben dennoch fordern. Der feiste Junge in Level 3 nervt. Das überraschende Hühnchen gleicht Schwächen aus. Geige spielen mit Gyro-Steuerung. Wie Guitar Hero nur mit Geige. Geil. Ey, sag mal. Bist du dumm oder was? Du kannst jetzt nicht jedes Spiel reviewen. Du sollst ein ganz normales Review machen. Hier so, verstehst du? Mann! Kann man nur so dumm sein! Ein normales Review also? Euch ist bestimmt schon aufgefallen, dass WarioWare wenig mit normal zu tun hat. Hier reagiert das Chaos. Chaos in Form von Randomness. Nie wisst ihr, welches absurde Spiel euch als nächstes entgegenfliegt. Auf dem dringenden Gang zum Klo kann die Kurzversion eines Nintendo-Klassikers folgen oder Wario, der versucht, einen aufdringlichen Vertreter abzuwehren. Durch die extrem knappe Spieldauer von wenigen Sekunden pro Spielchen geratet ihr so schnell in einen Sog aus Lachanfällen und What-the-fuck-Momenten. Wie hier beim Toilettenspiel. Kennt ihr ja. Gleich geht eine zufällige Tür auf und raus kommt eine Person, die moonwalkend den Pott verlässt. Ha! Nein! Jetzt ist es ein im Schneidersitz fliegender Typ. Genau diese kurzen, unvorhersehbaren Momente machen WarioWare so unterhaltsam. Gut, zugegeben, ewig trägt sich das Unberechenbarkeitsbombardement nicht, denn irgendwann habt ihr einfach alles gesehen. Bis es soweit ist, sollte es aber eine ganze Weile dauern. Der WarioWare Best-of-Ableger ist vollgepackt mit Ulk-Inhalt. Neben den zahlreichen Mikroaufgaben gibt es auch noch normale Minispiele. Normal bezieht sich hier aber nur auf deren Länge, denn zum Glück sind sie genauso absurd wie der Rest. Hier müsst ihr etwa möglichst lange heimlich Videospiele spielen, ohne dass eure herumschleichende Mutter etwas mitbekommt. Außerdem bekommt ihr reichlich Sammelkram und passend kreative Bonusinhalte. Ihr könnt zum Beispiel auch Zwischensequenzen neu vertonen und speichern. Ja, ich hasse Mathe. Halt, wer spricht mit mir? Vielleicht war es auch eine ganz gute Idee, die Vertonung den Spielern zu überlassen, denn die deutsche Sprachausgabe ist, naja, sagen wir mal speziell. Hier mal meine Top 3 Tonalausfälle. Platz 3, Wario. Tag auch, ich bin's, Wario. Und ich präsentiere das größte Videospielturnier aller Zeiten hier in Diamond City. Platz 2, 18 Volts Rap Battle. Dein krasser Kämpfergeist gefällt mir doch, die Toughness ist nur Malzbier. Von der Sorte zisch ich doch im Frühstück 2-3 Liter kalt. Dann hau ich mal Belag für dein Frühstücksbrötchen raus. Wer diesen Fight gewinnt, nimmt eine Konsole mit nach Haus. Und Platz 1 geht an das Pelzduo Dribble und Spitz. Ich bin ja für alle zu haben, aber in diesem Weltraumkrieg zu erraten ist nicht so dufte. Stimmt, schau dir bloß die Laser an. Woher überhaupt die Zwischensequenzen kommen, fragt ihr?
Tja, man will es nicht glauben, aber WarioWare Gold hat tatsächlich eine Story. Wario wittert in Videospielen das schnelle Geld und haut daher alle seine Kumpels an, möglichst flott welche für ihn zu entwickeln. Moment mal, schnelles Geld mit schäbigen Spielen? Hey, das wollen wir auch! Toll, Papa! Okay, WarioWare Gold bekommt das mit den Spielen schon ein bisschen besser hin. Klar nutzt es sich irgendwann ab, bis es aber soweit ist, habt ihr eine aberwitzige und vor allem abwechslungsreiche Zeit. Dass es die Mikrospielesammlung nur für den 3DS gibt, stößt mir aber sauer auf. Der Switch hätte das Wario-Chaos sicherlich besser gestanden. Aber das kann ja noch kommen. Bis dahin zocke ich eben WarioWare Gold nachts heimlich auf dem 3DS weiter. Moin Leute, draußen knallt die Sonne und passend gibt's dazu von mir die heißesten News. Schauen wir mal, was in letzter Zeit so los war. Ihr habt Ni no Kuni 2, Schicksal eines Königreichs, rauf und runter gezockt und wartet jetzt sehnsüchtig auf Nachschub? Dann freut euch auf den 9. August. Dann erscheint nämlich das DLC Adventure Pack. Und das ist nicht nur gratis, sondern bietet mit neuen Ebenen im Family-Wald, stärkeren Bossgegnern und frischen Quests Herausforderungen vor allem für erfahrene Abenteurer. Im Winter und Anfang nächsten Jahres folgen dann die nächsten DLC-Pakete, die allerdings kostenpflichtig werden. Achtung, Cthulhu! Das ist keine Warnung, sondern Titel eines Tabletop-Rollenspiels, das Ende des Jahres für PC und Konsolen umgesetzt wird. Bei Achtung Cthulhu Tactics handelt es sich um ein rundenbasiertes Strategiespiel, das euch in ein alternatives Zweite Weltkriegsszenario katapultiert. Darin haben die Nazis die Urzeit-Nemesis Cthulhu und andere Viecher aus H.P. Lovecrafts Monsterkader beschworen, um die Alliierten in die Knie zu zwingen. Klingt bizarr, aber auch interessant. Ende des Jahres ist es auf PC, PlayStation 4 und Xbox One soweit, eine Switch-Version folgt später. Und weil ich hier dringend im Studio eine Abkühlung brauche, jetzt ein paar News im Schnelldurchlauf. Raus aus der Beta! Am 1. August wird Stardew Valley offiziell um einen Mehrspieler-Modus für bis zu 4 virtuelle Farmer erweitert. Rein in die Alpha! Spec Ops The Line-Entwickler Jager sucht Freiwillige für den kompetitiven Shooter The Cycle. Darin treten 20 Spielerinnen und Spieler in questgespickten 20-Minuten-Matches gegeneinander an. Vollbremsung! Nach den enttäuschenden Verkaufszahlen von Onrush wurden bei Entwickler Codemasters Cheshire neben dem Game Director diverse Mitarbeiter entlassen. Gelebte Gleichberechtigung. Bei Dead Cells Entwickler Motion Twin wird allen Angestellten nach eigenen Angaben das gleiche Gehalt gezahlt. Egal in welcher Position, egal wie lange im Team. Späte Umsetzung. Das Dark Souls inspirierte 2D-Abenteuer Salt and Sanctuary erscheint am 2. August für knapp 18 Euro auch für die Switch. Mittendrin statt nur dabei. Ab Ende des Monats ist Hellblade Senua's Sacrifice per HTC Vive und Oculus auch in VR spielbar. Und zum Abschluss noch eine richtig geile Nachricht, zumindest für alle Fans des guten alten Point-and-Click-Adventures. Der LucasArts-Klassiker Day of the Tentacle gilt in Fachkreisen als das vielleicht beste Adventure aller Zeiten. Das dachten wohl auch ein paar besonders glühende Fans und machten sich an die inoffizielle Fortsetzung. Auch Return of the Tentacle setzt auf aberwitzigen Cartoon-Look und klassisches Gameplay mit Maus und Tastatur. Wir verneigen unser Haupt vor so viel Hingabe und Leidenschaft. Zockt also unbedingt mal rein, kostet ja nichts. So, jetzt aber ab ins Planschbecken. Gabt euch wohl, ich bin raus für heute. Bis nächste Woche. Tschüss. Simon, stell dir eine Welt vor, in der du alles haben könntest, was du willst und wann du willst. Filme, Serien, Spiele, genau auf deine Wünsche zugeschneidert. Geil. Nein, scheiße, totale Scheiße. Aber wieso scheiße? Das wäre doch, ich meine, alles, ja, was ich will. Ja. Wäre totale Scheiße. Aber warum? Weil das der Michael in seiner neuen Kolumne so sagt. Was weiß denn der fucking Michael? Ja, das sehen wir uns jetzt an. Moin. Stellt euch vor, zwei Typen gehen angeln. Der eine Typ hat einen Stock mit einem Bindfaden dran, hat lauwarmes Bier dabei, dem Mann ist eine nervige Schlagerparty, der Teich stinkt nach Gülle und Mücken zerstechen sein Gesicht.
Aber am Ende fängt er einen Fisch. Der andere Typ hat 500 nicht stinkende Teiche zur Auswahl. Hat eine Hightech-Angel dabei, sitzt in einem Massagestuhl mit einem Zapfhahn dran. Und ja, wenn er will, springen ihm die Fische direkt in den Korb und nehmen sich anschließend selber aus. Welcher Typ ist glücklicher? Ganz klar, der Erste. Und so ist das auch bei Videospielen. Das verstehe ich nicht. Ah. Na, freust du dich jetzt noch mehr darauf, wenn wir mit Drehen durch sind? Ja. Genau das meine ich. Eine leichte Frustration veredelt doch erst den Erfolg. Doch heutzutage will man dem Spieler zumindest im Mainstream nichts mehr aufzwingen. Zur Frustvermeidung gibt's ganz viele Optionen an die Hand. Und diesen Trend will ich heute mal ankreiden. Das ist ja unerhört! Du willst in Uncharted 4 ein nervenstarker Actionheld sein, bist aber weder nervenstark noch heldenhaft? Dann wähle die Schwierigkeitsstufe Explorer. Du willst im storylastigen Mass Effect 3 die überflüssige Story minimieren? Dann wähle den Action-Modus und das dumme Gesabbel läuft von allein ab. Übertrag das mal auf die Kinokasse. Ich hätte gern ein Ticket für Soldat James Ryan. Aber das Geheule bitte vorspulen. Der hässliche Vetter von billigen Schwierigkeitsgraden heißt für mich Level Scaling. Altbekanntes Beispiel für dieses Feature ist The Elder Scrolls Oblivion, wo einem selbst auf der höchsten Stufe noch goldbehangene Banditen den Arsch versohlen können. Ich dachte eigentlich, das Thema Level Scaling hatte sich erledigt. Doch dann wurde das verhasste Feature beim Witcher als Option reingepatcht. Muss ich ja nicht auswählen, ich weiß, aber das hat bei mir schon gereicht für schlechte Laune. Noch einen Grund habe ich nicht gebraucht. Jetzt verpiss dich in den Wald und spiel Flöte. Bei Pillars of Eternity 2 kam's noch dicker. Ihr wisst schon, Hardcore-Rollenspiel und so. Ist auch wirklich ein tolles Spiel. Aber was musste ich sehen? Was ist das? Gleich mehrere Optionen für Level-Scaling, zwischen denen ich wählen durfte. Obendrein gab's außerdem noch mehr Optionen, um die NPC-Begleiter auf Autopilot zu stellen. Für mich ist das absurd, denn bei Spielen vom Typ Pillars sollte man gezwungen sein, das Regelwerk zu begreifen, denn das ist nun mal das Herz des Spiels. Und da frage ich mich schon, begünstigt es nicht eine oberflächliche Spielweise, wenn man dem Spieler die Entscheidung überlässt, wie schwer oder komplex eine Herausforderung sein soll? Wie sieht das eigentlich ein Entwickler? Naja, also damit musst du halt, das musst du mit deinem Gewissen dann vereinbaren. Es ist halt dann die Frage, da du musst es ja nicht benutzen, weißt? Ja, okay, muss ich nicht machen. Aber mal ehrlich, regt es euch Entwickler nicht auf, wenn ein Spieler immer nur auf Ich bin ein verblödeter Super-Lulli spielt und deswegen die eigentlichen Stärken eines Spiels nie kennenlernt? Schwierigkeitsgrade baut man oft eher am Schluss ein. Und dann hast du sowas, zum Beispiel Halo, bin ich mir hundertprozentig sicher, ist auf Hard designed worden, weil die Gegner dort intelligenter sind, smarter sind und so weiter, dass ich mich oft irgendwo verstecken muss, das Schild aufbauen wieder muss und so weiter und dann wieder rausspringen muss und so weiter. Und wenn ich es dann auf Normal spiele und viele Leute starten auf Normal, dann kriege ich halt nicht die Erfahrung, die die Entwickler wirklich geplant haben. Oft sehen wir ja auch, dass dann ein Entwickler hergeht und einfach ein kleines Schreiben mitbringt beim Review-Prozess und so, wo dann halt drin steht, hey, best experienced using these settings und so weiter. Ja, genau das meine ich. Und spielerische Stützräder für den erfolgsverwöhnten Gamer gibt's ja in vielen Farben und Formen. Zum Beispiel Tränke, mit denen man Skillpunkte im laufenden Spiel neu verteilen kann. Klar ist das praktisch und komfortabel, aber dem Moment des Hochlevelns hat das für mich immer ein gutes Stück Spannung genommen. Von der Möglichkeit, den Charakter automatisch auf Level zu lassen, fange ich gar nicht erst an. Oder auch Questmarker und 5000 Kartenmarkierungen, durch die man nur noch irgendwelchen Pfeilen und Fragezeichen hinterherläuft. Wieso braucht man heute für alles und jeden Hinweise? Was oft passiert ist, dass wir eine Strecke designen und dann benutzen wir Microsofts User Research Department und sehen auf einmal, wie 20, 30 Leute das Spiel spielen. Das Problem ist aber, wie Publisher und Entwickler oft mit den Resultaten umgehen, dass sie dann halt jemanden testen, der überhaupt keine Ahnung von dem Genre hat und dann sieht man halt, ups, der hat da extreme Probleme schon im ersten Level, lass uns da noch einen Hint einbauen und lass uns das einbauen und so weiter. Jetzt zum Beispiel bei God of War hat es mich ein bisschen genervt, dass man Hints hat wie, hey, die Health Bar vom Boss ist das da unten, weißt? Und die Health Bar ist riesengroß am Screen, weißt? Wo ich mir einfach so denke, so, hey Leute, ein bisschen vertraut den Spielern, dass sie schon ein bisschen noch das selbst rausfinden können. Ich sag mal, lange Zeit entwickelten wir bei Witcher 3 jetzt ohne diese HUD-Features, weil die noch nicht eingebaut waren. Und unser Anspruch an das Level-Design war halt, irgendwie eine Welt zu schaffen, in der der Spieler automatisch von einem Point of Interest zum nächsten so läuft. Einfach weil er läuft dann dahin und dann, oh, eine Ruine. Und von der Ruine aus, wenn er da fertig ist, dreht er sich um und sieht, oh, eine Festung auf einem Berg in der Distanz. Und dann läuft er dahin. Da stellt sich aber heraus, dass es eine ganz bestimmte Art an Spielern ist, die das Spiel auch so genießen. Ja, hier, ich,
Ich vor allem selber beobachte das immer mehr, dass ich nicht so viel Zeit für Spiele habe, auch wenn sie noch so geil sind. Es kann da schon gut helfen, wenn ich jetzt direkt das Spiel abends starte nach der Arbeit und ein Ziel habe und sage, hey, hier kann ich jetzt hingehen. Ja, okay, da ist leider was dran, die Spiele werden ja nicht für mich entwickelt. Aber ein bisschen, finde ich, kann man die Spieler schon zu ihrem Glück zwingen, oder? Nehmen wir doch als positives Beispiel Ori and the Blind Forest, wo der Thomas hier schon mal sitzt. Ja. Dieses niedliche, aber ziemlich bissige Jump'n'Run hat mich immer wieder gezwungen, das Movement mit seinen vielen Möglichkeiten zu verinnerlichen. Und spätestens bei den knackigen Escape-Sequenzen, bei denen man nicht zwischenspeichern konnte, musste man dann alles Gelernte abrufen. Ich kann mich zum Beispiel noch an die Fluchtsequenz im Lava-Level erinnern. War eine eisenharte Prüfung. Irgendwann musste ich wütend aufgeben. Gut so, denn ich war zu schwach. Du weißt aber, das war in Wirklichkeit, das war das Ende schon. Du hättest nur mehr... Ja, okay, das macht mich jetzt doch sehr zornig. Aber Herausforderungen sind immer ein zweischneidiges Schwert. Und ich bin noch nicht fertig. Nehmen wir mal sowas wie das immer beliebtere Zurückspulen in Rennspielen. Wer sich blöd anstellt, kann die Stelle einfach nochmal fahren. Noch so eine Komfortoption für den mündigen, / rückgratlosen Spieler. War nicht gerade das Streben nach der perfekten Runde die Essenz von Rennspielen? Ist doch so, oder, Trant? Trant? Oh. Richtig. Er muss sich ja konzentrieren. Er darf keine Fehler machen. Konzentrier dich weiter, Trant. So, hier fahre ich erst mega lahm durch. Vollkommen sinnbefreit ist das spielerische Händchenhalten zum Beispiel bei Mario Kart 8 Deluxe, wo ihr mit der brandneuen Schlaustreuung nie wieder gegen Wände fahrt oder in Abgründe fallt. Aktiviert ihr obendrein die automatische Beschleunigung, ist der frustbefreite Riesenspaß für Doofe perfekt. Bei meiner ganzen Aufzählung könnte man jetzt erwidern, musst du ja nicht machen, sind ja nur Optionen. Doch ich frage mich halt, sind Spiele formbare Abenteuerplätze für den Gamer oder verbindliche Visionen der Entwickler? Vermutlich beides. Doch in letzter Zeit sitzen die Gamer für mich ärgerlicherweise am längeren Hebel. Bei Mass Effect Andromeda wurde die unpassende Open-World-Komponente vermutlich auch verbaut, weil man alle Gamer-Typen zufriedenstellen wollte. Auf Kosten der Dramaturgie des Spiels. Woran liegt das? Vielleicht glauben ja die Hersteller, dass Gamer in Zeiten von Netflix, Spotify und Co. zu egomanen Schnellkonsumenten geworden sind. Vielleicht haben sie auch recht. Aber dann sollte man Freiheiten vielleicht ganz einfach einschränken, aus pädagogischen Gründen. Ich kann mir jetzt den Anspruch setzen und sagen, hey, ich möchte nicht, dass der Spieler auf eine gewisse Art und Weise das Spiel spielt. Den dann aber zu forcieren, indem ich ihm Möglichkeiten wegnehme, finde ich nicht elegant, was Design angeht. Eher besser finde ich da, das Spiel oder ein Level so zu gestalten, dass der Spieler ganz natürlich, sage ich mal, auf meine Lösung kommt oder auf meine Art und Weise, wie ich das Spiel gespielt haben möchte, das Spiel selber dann spielt. Richtig. Spielerische Zwänge sind oftmals nicht elegant integriert. Das Internet hat sich zum Beispiel sehr über Cuphead erzürnt. Wer das bockschwere Ding auf leicht spielte, bekam einen großen Abschnitt des Spiels überhaupt nicht zu sehen. Den Ärger kann ich nachvollziehen. Denn zu einem Jump'n'Run, dessen Gameplay abseits der stylischen Optik eher simpel war, passte das nicht so recht. Aber was ist mit den Souls-Spielen? Ich will das Fass ja nicht schon wieder aufmachen, aber da hat's doch funktioniert. Da haben wir halt einen Entwickler, der halt wirklich, ich sag mal, seine Vision ganz nach oben setzt, eben auch über den Spieler hinweg. Einfach nur aus der Game Design Sicht ist es dann halt so, dass der Spieler so einen gewissen Respekt, so eine gewisse Angst vor der Spielwelt entwickelt. Wenn Dark Souls zum Beispiel in Amerika oder in Europa kreiert worden wäre, hätte es hundertprozentig. Also das Spiel wäre nicht geschippt ohne Karte, ohne ein Quest-System und so weiter, weißt? Nicht falsch verstehen. Ich will nicht, dass alle Spiele den ultra-harten Souls-Weg einschlagen. Dieses Dauergehype geht mir sogar ziemlich auf die Nerven. Und ich mag auch zwanglose Spielplätze wie GTA 5. Aber bei GTA ist die Spiel-wie-du-willst-Attitüde auch das Kernprinzip. Und besonders eine Sache machen die Souls-Spiele richtig. Sie zwingen den Spieler ein bisschen zu seinem Glück. Nehmen wir zum Beispiel The Last Guardian. Ich war echt oft genervt, weil mir nicht angezeigt wurde, wo es denn nun weitergeht oder warum das dumme Vieh mal wieder nicht spurt. Und das war total wichtig. Denn erst dadurch wirkte der Flugköter wie ein Wesen mit eigenem Willen. Und seine feindselige Umgebung wurde glaubwürdig. Mein Fazit, man sollte dem Spieler niemals die Freiheit geben, die Kernmechanik eines Spiels zu verwässern. Und ja, ich weiß, ihr Gamer wollt möglichst frei sein. Doch wie frei willst du sein, darauf kommt es an. Danke, Howard. Zurück ins Studio.
Achtung, Lifehack, wenn ihr diese Folge in einem 336. ihrer Geschwindigkeit anguckt, könnt ihr direkt im Anschluss die nächste Folge gucken. Oh, dann sind die Gags ja noch viel, viel besser. Wiederschauen. Reingehauen. Fange ich an? Ja, laut Text schon. Entschuldigung. Chrono Trigger, Final Fantasy, um nur einige der erfolgreichsten Spiele der 90er Jahre für Nintendo, Super Nintendos... Nintendo. Wow, alle anderen schlagen sofort zu. Ich dachte, du willst mir ein High Five geben oder irgendwas Nettes. Freunde, jetzt haben wir erstmal richtig was zu feiern. Nein. Der Grill kommt eben... Mach doch einfach ein ganz normales Review, ey, so schwer kann es doch nicht sein. Mann, ey. Ah! Aua! Ja, wo soll ich denn hingehen? Das war Tim Schreiner. Ja. Lass noch schnell das Auto da. Ho, ho, ho. Ha, ha, ha. Daumen hoch, das Auto.